mal was anderes. Denn die meisten Verkehrsdelikte drehen sich rund ums Fahrrad. Das ist gesichert. Oh, hier steckt ja sogar der Schlüssel noch. Den werden wir dann mal einen Aufkleber geben. So. Wieder einer, der den Fahrrad nicht gesichert hat. Dafür habe ich die schönen Aufkleber. Sammlerstücke bei den Hiddenseern. Damit sich derjenige das dann mal merkt. Haben Sie die selber gemacht? Die habe ich selber gemacht, ja. So. Die kann man aber nachher wieder abziehen. Also ist keine Sachbeschädigung, was ich hier begehe. Sondern man soll ein Denkanstoß für diejenigen sein, die das vergessen. Und ich hoffe, dass er das nächste Mal gesichert hat. Und wenn er sagt, ich habe es mir gemerkt, fährst du an und zieht wieder ab, ne? Geht so ganz normal wieder ab. Jo, da hinten steht noch ein rotes Fahrrad, das steht aber, glaube ich, schon länger dort. Du, machen wir fahndungsmäßige Überprüfung, Rahmennummer Fahrrad. Negativ, alles klar, danke, tschüss. Also das Fahrrad steht nicht in Fahndung. Aber viel los ist damit auch nicht mehr. Ungefähr 4 bis 5 Fahrräder verschwinden pro Jahr auf der Insel. Für immer. Seine erste Amtshandlung vor 5 Jahren, eine große Fahrradkontrolle. Keine Katzenaugen, kein ordnungsgemäßes Licht, Sodom und Gomorra auf der Insel. Damals. Manche sagen, er wäre strafversetzt. Er sagt, er sei da, um endlich für Ruhe und Ordnung zu sorgen, auch weil er als Verkehrspolizist schon so viel sehen musste.